Das war meine Hand und ich sage herzlich willkommen. Wir machen heute jetzt nochmal einen zusätzlichen Teil, weil ich bin langsam müde. Wir waren ja heute Nachmittag hier stehen geblieben bei Kapitel 6. Es geht um Bockwurm Adventure. Hier ist euer Mr. 1234. Und ja, wir werden weiterspielen jetzt in diesen nächsten 13-14 Minuten. Mal kurz die Kamera richtig positionieren, dass man auch alles sieht. Anders geht's leider nicht, sorry. Aber das sollte uns nicht stören. Wie gesagt, wir sind da stehen geblieben, wo wir jetzt hier diese 11 Meter, wollte ich sagen, blöd. Diese Edelsteine haben. Das war gerade ein orangener Stein. Und wie gesagt, ich habe ja heute schon gelesen. Da haben wir jetzt zum Beispiel den roten Stein nicht. Also ich bin jetzt gerade vertieft. Aber macht ja nichts. Wir spielen einfach, labern ein bisschen. Wir sind hier gut unterwegs. Nochmal sofort probieren. So. Ich muss das nämlich so machen. Hoppla, ist hier ein Zoo explodiert. Ja. Sehr gut. Beeindruckend, fantastisch. Hier haben wir jetzt einen neuen Stein. Und da kommen jetzt auch immer solche Ausrufe. Und wir haben einen neuen Stein bekommen. Ein Warf. Ah, ich kann Superla! Okay. Aber hier hat man es gesehen, hat man es angezeigt. Lebensenergie wird niedrig. Und das ist immer kein gutes Zeichen. Deswegen war das in demzufolge knapp geworden. Aber dieser Edelstein verhindert natürlich, dass man mir Energie wegnimmt. Also Lebensenergie. Und jetzt haben wir uns hier wieder gerettet. Das war Feind Nummer... Ah, kann man mal jetzt nicht lesen. So, jetzt hat man es gesehen. Es gibt ein paar alte Schätze und dann kommen später Schätze, die die alten verbessern. Und jetzt haben wir wieder ein Minispiel. Das wir ja mittlerweile auch kennen. Aber hier geht es mal nicht um Punkte, hier geht es um Preise. Vielleicht um diesen Edelstein. Boah, das war knapp. Das war eng. Boah, war auch knapp. Dann muss das N hier... Er muss hier. Ja, ups.
binär wäre es gewesen. Haben wir auch richtig. Und dann machen wir mal weiter. Jetzt kommt eine Serie. Der es natürlich spannender macht. Wir kämpfen nämlich gegen diese ganzen 7 Köpfe hintereinander. Und die Leben bleiben dann so, wie sie sind. Also das kann jetzt eine spannende Partie werden. Aber hier muss man nochmal kurz gucken. Lex wieder sieht immer Betäubungsabgriffen. Das heißt, wenn man diesen Schatz mitnimmt, kann man nicht mehr betäubt werden. Kann man eigentlich noch das Mission-Symbol sehen? Ja, kann man. Jo. Wie gesagt, jetzt... Okay, egal. So, jetzt kommt Nummer 3. Auszeit. Nummer 4 kommt. Na? Ich werde es nicht schaffen, doch. Wir machen noch circa 7 Minuten. Nummer 5. Ach du Scheiße. Ja, ist mir zu gefährlich. Nummer 6. Da sieht man abgewehrt. Und noch der Hauptkopf Nummer 7. Den nehmen wir uns auch noch vor. Und da haben wir einen neuen Hinweis. Gesperrter Stein, der kann nicht benutzt werden. Ganz klar. Ja, der ist noch nicht tot. Aber jetzt ist er tot. Und das Kapitel haben wir überstanden. Abwehr erhöht. Super. Hier hätten wir einen neuen Schatz. Das ist Wahnsinn. So, wir sind schon im Kapitel 8. Wir werden nicht ganz bis zum Ende des Kapitels durchkommen. Also des Buches. Wir werden dann morgen weitermachen. Aber mal gucken, ob wir. Also, wir machen noch dieses weiter. Wir machen noch. Ja, 6 Minuten noch durch. Wahnsinn hier, wie wir vorangehen. Energieschwein. Hauerangriff. Nee, das war ein anderer. Ja, okay. Okay.
Ja. Und weiter geht's. Hier in dieser Partie knappe 4 Minuten machen wir noch. Und jetzt kommt wieder was Neues, was wir kennenlernen müssen. Hier, dieses Zeichen bedeutet Bonuswörter, das heißt, die können noch mehr Schaden anrichten. Bonuswort Metalle, das heißt, das wäre zum Beispiel ein Bonuswort, das können wir nehmen und wäre natürlich mehr Schaden. Aber ist halt nur eine zusätzliche Sache, die man nehmen kann. Ich hab gerecht mit meinen Edelsteinen. Gott. Von den 7 Edelsteinen haben wir bisher 5 gesehen. Also wir schaffen dieses Kapitel noch. Stirb! Wieder knapp gewesen. Und wir bekommen ein zusätzliches Herz. Das ist gut. Ah. Das war der 45. besiegte Gegner. Ja. Jetzt entdecken wir wieder was Neues. Dieses Wesen, also hätte auch eine Bonuskategorie für Katzen, also für Katzenart. Und 3 Buchstaben Immunität, das heißt, das würde nicht gehen. Wörter mit 3 Buchstaben. Aber in den nächsten Kapiteln werden wir noch viele, viele weitere Dinge. Viele weitere Dinge. Viele weitere Dinge kennenlernen. Okay. Och, du Scheiße. Lauernde. Hatte Schwein. Warte mal. Würde fast gehen. Ich wollte fast Schweinsteiger buchstabieren, aber ob die das Wort kennen? Naja. So. Wir werden an dieser Stelle jetzt Schluss machen. Wir können schon mal ins vorletzte Kapitel des ersten Buches eintreten. Machen noch einen Angriff hier. Und damit würde ich sagen, machen wir morgen weiter. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich und sage tschüss und bis morgen am Pfingstmontag.